Shirin, welche Produkte hast du beworben? Einige. Benutzt du sie alle noch? Oder hast du die Produkte direkt nach der Kooperation in die Tonne gekickt? Ja, ich benutze sehr viele. Gesundheit. Danke. Und ich habe nicht direkt nach der Kooperation die Sachen in die Tonne gekickt. Nee. Hast du mal etwas beworben, nur wegen des Geldes? Obwohl du wusstest, dass das Produkt scheiße ist? Nein. Hast du mal ein Produkt beworben und es später bereut? Ja. Lauter bitte. Ja, hab ich. Erzähl uns mehr. Okay, also, ich habe auch einige Kooperationen gehabt im Laufe der Zeit. Ich kann erstmal damit anfangen. Als ich gerade mit Instagram angefangen hatte, eine Firma schrieb mich an, die Abnehmprodukte promotete. Ich weiß ganz genau, ihr denkt euch, was? Sie hat ein Abnehmprodukt promotet? Ja, hab ich. Und es ist echt etwas, was ich nicht nochmal machen würde. Ich habe zu dem Zeitpunkt auf Instagram ca. 5000 Follower gehabt und wurde das erste Mal von einer Firma angeschrieben und war total, oh mein Gott, eine Firma schreibt mich an und die würden mir Produkte für umsonst schicken, die ich dann einfach testen darf und jemand gibt sich etwas auf meine Meinung. Ich habe mich irgendwie so, sagen wir einfach, special gefühlt. Es waren 3 Packungen, die man mir zugeschickt hat. Die Marke heißt übrigens Linavi, irgendwie sowas. Ich weiß es auch gar nicht mehr, ob es die auf dem Markt gibt. Lass mich einmal kurz gucken. Ja, tatsächlich gibt es die Marke noch. Ich habe die beworben und ich kann euch sagen, es hat geschmeckt wie Scheiße. Die Kooperation erfolgte auf Instagram und es gab zu dem Zeitpunkt auch noch keine Stories. Also ich habe das in einem Feedpost gemacht. Das habe ich mittlerweile schon voll lange gelöscht. Ich glaube, ein halbes Jahr danach, nachdem ich die Kooperation hatte. Ich wurde nicht dafür bezahlt. Ich habe die Produkte bekommen, ich habe es getestet und habe es dann in meinem Feed gepostet. Und es war echt kein gutes Produkt. Also ja, du hast abgenommen, aber hallo, was erwartest du, wenn du den ganzen Tag nur Shakes trinkst? Ich hatte wirklich Hunger wie ein Bär. Ich konnte mich nicht konzentrieren, mir ging es schlecht. Ich hatte das Gefühl, ich müsste immer gleich umkippen. Man nimmt damit zwar ab, aber Jojo-Effekt lässt grüßen. Das ist ein Produkt, was ich absolut nicht empfehlen würde und auch aus dem Grund dann ein halbes Jahr später gelöscht habe, weil ich halt erkannt habe, dass man so nicht gesund abnehmen kann und sollte. Ihr wisst ja, einige von euch wissen ja, dass ich schwanger war. Ich habe gesund abgenommen, indem ich komplett meine Ernährung einfach umgestellt habe, mich richtig gut informiert habe, Sport gemacht habe. Fertig. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Also da braucht man wirklich keinen überteuerten Shake. Bin sehr, sehr froh, dass meine Reichweite damals noch sehr klein war, also 5000 Follower. Und ich weiß noch, das Bild wurde so um die 100 Mal geliked. Ich hoffe einfach nur, dass sich keiner meiner damaligen Zuschauer diesen Shake gekauft hat. Es ist einfach eine Sache, die ich wirklich nicht nochmal machen würde. Das war Nummer 1, was ich nicht nochmal machen würde. Nummer 2 gibt es auch. Es ist nämlich das Produkt von Med Pharma. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Die haben nämlich einen Wimpernbooster gehabt, also ein Serum. Das schmiert ihr euch immer jeden Tag hier drauf. Das sorgt für längere und dichtere Wimpern. Ich habe das über einen sehr langen Zeitraum ausprobiert. Das war übrigens auch kurz nach Linavi, nach diesem Shake-Ding. Und ich habe damals gedacht, ich hatte nämlich dieselbe Reichweite. Ich hatte noch unter 10.000 auf jeden Fall. An der Stelle heißt es nicht, nur weil die Reichweite klein war, ach ja, das ist ja in Ordnung, ist ja nicht so schlimm. Es ist natürlich genauso schlimm. Für mich in dem Fall genauso schlimm, selbst wenn sich das nur einer gekauft hat. An der Stelle kann ich nur sagen, dass es mir unendlich leid tut und ich hoffe echt, dass sich niemand dieses Produkt gekauft hat, beide Produkte. Ich hatte damals auch in meinem Feedpost eine Entschuldigung reingenommen in einem Beitrag, habe es auch letzten Endes wieder rausgenommen mit den anderen 2 Produkten. Das war im Jahre 2016 übrigens. Ich habe gedacht, wenn ich das Produkt zugeschickt bekomme, wenn ich ja sage, dann muss ich das auch, ob ich es mag oder nicht mag, im Feed posten. Ich habe das Produkt bekommen, ich habe es getestet, das hat bei mir einfach nichts gemacht. Ich glaube, das Produkt kostet so um die 20, 30 Euro. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich sind da 9 Milliliter enthalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, nagelt mich jetzt bitte nicht fest. Hat das Produkt etwas für mich gemacht?
Nein, gar nichts. Wirklich absolut nichts. An der Stelle auch wieder, es war keine bezahlte Kooperation. Es war kein gutes Produkt, wie ich finde. Also Castoröl bringt da mehr. Dieses könnt ihr bei euch bei Amazon bestellen und euch halt immer eure Wimpern mit einschmieren. Das sorgt auch für Haarwachstum, volleres Haar, dichteres Haar. Ich habe auch diesen Beitrag damals gelöscht. Ich habe im Feed übrigens keine eigene Meinung mit reingenommen, sondern ich habe das einfach nur gepostet. Wimpernserum von Made Pharma. Und habe die dann verlinkt. Das war's. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe ansonsten von da an immer nur Kooperationen gehabt, wo ich weiß, okay, diese Sachen brauche ich, die benutze ich wirklich. Ich muss sagen, alles, was ich jemals zugeschickt bekommen habe, habe ich immer noch. Wobei, ein paar Teile habe ich meiner Schwester gegeben, weil sie die so cool fand. Und ich bin halt so jemand, ja, okay, nimm, dann bin ich, dann kaufe ich mir das lieber nochmal nach. Ja, ich frage, ja, was für Sachen hast du zum Beispiel zugeschickt bekommen? Es sind so verschiedene Sachen. Das fängt an mit Kosmetik bis zu Badutensilien. Das Kinderzimmer, also Kinderzimmermöbel für Nael. Dann habe ich einen Dyson-Staubsauger. Ich sage euch, das Beste von allem, was ich je bekommen habe, ist echt der Dyson-Staubsauger. Es hat mir so das Leben erleichtert. Alle Produkte, die ich je bekommen habe, benutze ich immer noch. Selbst, ich weiß noch, ich wurde sehr lange über dieses EPL-Gerät gefragt. Ja, das habe ich immer noch und das benutze ich noch. Das ist hier hinten im Schrank. Hier in dem Karton drin. Es gibt so viele Produkte, Leute, selbst Hautpflege. Hautpflege, das kann ich euch einmal zeigen. Das war eine bezahlte Kooperation. Und das ist jetzt mein 5. Tiegel, den ich jetzt leer gemacht habe, weil ich den wirklich sehr, sehr gut finde. Es gibt Produkte, die ich auch durch dieses Influencer-Dasein kennenlerne und lieben lerne. Es ist eigentlich auch eine ganz coole Möglichkeit, um so neue Produkte natürlich kennenzulernen. Da gibt es halt auch ein ganz großes Aber an der Stelle. Und an der Stelle möchte ich gerne auf das Video eingehen, worauf viele auf mich erst aufmerksam geworden sind. Das ist das Video, wo ich gesagt habe, Firmen, die ich halt nicht promoten würde. Es ging um Produkte, die sehr, sehr, die halt, wo du wirklich sehen konntest, okay, da spalten sich die Meinungen. Die einen finden dieses Produkt richtig geil und die anderen richtig scheiße. Viele haben nicht verstanden in dem Video, erstens, dass ich gesagt habe, also es ging eigentlich nur um meine persönliche Meinung und ich habe extra gesagt, ich besitze dieses Produkt nicht. Ich habe ausdrücklich gesagt, das zieht mich auch nicht, das Produkt zieht mich nicht. Und deswegen würde ich es nicht bewerben und nicht privat kaufen oder was auch immer. Des Öfteren wurde gesagt, ja, nee, also da muss ich dir widersprechen, das Produkt ist richtig geil. Und die anderen dann wieder, nee, das Produkt ist scheiße, versteht ihr? Es ging hauptsächlich um meine Meinung. Viele von euch schreiben ja, das ist ja alles so teuer und diese ganzen Haarprodukte, die so teuer verkauft werden und dies und das. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo teuer für einen gleich ein gutes Produkt war. Und mittlerweile ist teuer für uns, es ist eine Verarsche. Es gibt auf jeden Fall einige Produkte, die teuer sind, überteuert sind und es den Preis einfach nicht wert sind, sage ich euch ehrlich. Ich wurde noch nie von einem Zuschauer angeschrieben, der dann gesagt hat, Shirin, ich finde dich scheiße, weil du dieses Produkt promoted hast. Das ist bisher noch nie passiert, bis ich anfing, für Pomelo Werbung zu machen. Und schaut das Video von jetzt wirklich bis zum Ende an und fangt nicht an vorzuspulen. Pomelo ist eine Firma, die Haarprodukte herstellt. Es fing damit an, dass Pomelo Backlash kassiert hat, weil ein Oliver Pocher es in einen Topf geworfen hat. Dieses Banana Beauty, Hello Body, Mermaid und bla bla bla. Und das Problem ist, finde ich auch, dass viele Zuschauer dem dann einfach glauben. Und das ist auch in meinem letzten Video, ist mir das aufgefallen, in dem Video, wo ich über diese Firmen gesprochen habe, ist mir das auch aufgefallen, dass Zuschauer sich dann einfach von einer einzigen Meinung leiten lassen, als sich selbst darüber zu informieren über dieses Produkt. Nur weil ich etwas scheiße finde, müsst ihr das auch nicht scheiße finden. Pomelo haben echt keine schlechten Produkte. Die Produkte sind gut, die funktionieren für mich. Der einzige Grund, warum ich Werbung für Pomelo gemacht habe, und glaubt mir Leute, es ist mir wirklich keinen Cent wert, mein Gesicht in die Kamera zu halten für ein Produkt, das ich scheiße finde, aber Hauptsache Geld zu bekommen. Das ist es mir echt nicht wert. Ich sitze hier, weil ich meine eigene Meinung vertrete. Pomelo funktioniert für meine Haare wirklich richtig gut. Die Produkte von Pomelo sind teuer. Ich kann euch aber so viel sagen, ich habe das auch schon mal in meiner Insta-Story erwähnt, ich bin jemand, der für Haarpflege wirklich viel Geld ausgibt. Vor Pomelo hatte ich Kerastase
und Shu Uemura benutzt über einen ganz langen Zeitraum. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich sehr enttäuscht über die Produkte gewesen, weil sie absolut nichts für meine Haare gemacht haben. Ich habe angefangen, dann die Pomelo-Produkte zu benutzen und kann euch sagen, seitdem ich sie verwende, meine Haare glatter geworden sind. Also man sieht es hier zum Beispiel, ich habe von Natur aus welliges Haar. Ihr seht jetzt glattes und welliges Haar zusammen. Aber sie sind auch unter anderem wirklich weicher geworden. Das ist hier keine Werbung, es ist wirklich keine bezahlte Werbung. Ich werde auch Kritik gleich zu Pomelo äußern. Das Problem ist, warum Pomelo anfing, schlechte Kritik zu kassieren. Und ich finde, dafür sind sie ehrlich gesagt auch echt selbstverantwortlich, dass sie anfingen, Influencer zu bezahlen, die wirklich sehr, sehr unauthentisch sind. Das ist das Beispiel. Ich habe gestern eine Story von einer Werbeplakette gesehen. Wirklich eine Werbeplakette. Die hatte ich schon in dem einen Video hervorgebracht. Die hat für sich von Pomelo bezahlen lassen und hat sich gleichzeitig wieder von einer anderen Firma, einer anderen Haarfirma bezahlen lassen. Es war kurz darauf. Es waren zwei bezahlte Kooperationen. Für mich ist das halt immer eine moralische Frage. Ich denke, dass es nochmal was anderes gewesen wäre, wenn die eine bezahlt gewesen wäre und die eine nicht bezahlt und man das einfach nur so beiläufig erwähnt hat. Für mich könnte nicht zeitgleich zwei Firmen, die miteinander konkurrieren, bewerben und von beiden Geld kassieren. Das würde mich sehr unauthentisch wirken lassen. Das heißt nicht, dass du andere Produkte nicht toll finden darfst als Privatperson oder Influencer. Ich meine, das Coole ist ja am Influencer-Dasein, dass du mehrere Produkte testen darfst und bla bla bla. Das ist halt irgendwie eine andere Sache, wenn du für zwei Firmen zeitgleich Werbung machst, die aber miteinander konkurrieren im Markt. Es ist halt sehr, sehr unglaubwürdig für mich. Gestern hast du noch dieses Produkt promoted und heute hast du dieses Produkt promoted. Das ist halt so eine Sache, die ich echt am Pomelo scheiße finde. Anders kann ich es echt nicht sagen. Ich finde es echt scheiße, dass sie nicht darauf achten, mit welchen Influencern die zusammenarbeiten. Es ist mir ehrlich gesagt auch nicht am Anfang aufgefallen, als ich nämlich vom Pomelo gefragt worden bin. Ich schwör's euch, da hat noch kein Influencer diese Werbung gemacht. Ich habe noch bei keinem Influencer dieses Produkt gesehen. Dann fing ich damit an und dann kam das irgendwie so nach und nach. Kann auch sein, dass die anderen zeitgleich mit mir angefangen haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass aufgrund dessen natürlich das Produkt so ein bisschen in Verruf gerät. Ich habe mich auch gefragt, finden es die Leute schlecht, nur weil es teuer ist? Oder was ist genau so das Ding an der Sache? Also bin ich auf eBay gegangen, eBay Kleinanzeigen, und habe so nach und nach ein paar Leute angeschrieben, die diese Produkte wieder verkaufen. Und ich habe halt gefragt, von welchem Influencer sie angefixt worden sind und ob sie das Produkt schlecht finden oder weshalb sie das denn jetzt verkaufen. Und da habe ich auch Antworten bekommen wie, nee, ich finde das Produkt eigentlich gut, aber irgendwie vielleicht ein Produkt war nicht so oder man hatte schon etwas doppelt. Ich habe echt einige angeschrieben, leider habe ich nicht von allen eine Nachricht zurückbekommen. Sehr schade. Wie gesagt, das Einzige, was ich echt kritisieren kann und nicht nur an Pomelo, auch an anderen Firmen, die wahrscheinlich auch gute Produkte haben, aber einfach die falschen Influencer rausnehmen, so Hauptsache das Produkt an den Mann bringen. Das finde ich halt sehr schade. Durch das Internet und durch diese Influencer-Kacke kann man einfach alles viel schneller an den Mann bringen. Meine, früher hat man das mit hier in der QVC-Werbung gemacht. Mittlerweile sind es die Influencer. Wobei früher hatte man sich die Produkte gekauft aufgrund, es war Mund-zu-Mund-Propaganda. Deswegen hatte man sich die Mund... Ich meine, warum fanden alle Kerastars so gut? Ich kann eure Seite ehrlich gesagt verstehen. Wenn zum Beispiel wie ich jetzt für diese Firma Werbung mache und dann kommt so ein anderer Influencer, der dafür bekannt ist, einfach unauthentisch zu sein, da kann ich es verstehen, wenn man den anderen Influencer in Frage stellt. Ich glaube, das würde ich auch machen. Man weiß jetzt nicht, okay, was ist da jetzt? Ist das Produkt wirklich gut oder ist das schlecht? Was denn jetzt? Produkte habe ich mir auch schon von meinem eigenen Geld gekauft. Selbst wenn ich hier nicht sitzen würde als Influencer, würde ich mir es auch privat kaufen tatsächlich. Ich weiß, dass ich auch zu Anfang zu denen geschrieben habe, dass ich halt die Produkte erstmal ausgiebig testen möchte, bevor ich sie überhaupt promote. Das ist mir halt an der Stelle wichtig. Und ich glaube, die erste Kooperation startete dann im Januar oder Februar. Ich wurde echt schon sehr oft von Haarfirmen angeschrieben, also die halt mir Produkte zuschicken wollen, dass ich halt die Produkte teste. Es wäre auch alles eine bezahlte Kooperation gewesen. Aber ich habe immer abgesagt, aus verschiedenen Gründen. Den, also bei der letzten Firma jetzt, hatte ich auf jeden Fall zugesagt und das wurde dann halt so eine Langzeitkooperation. Und ich kann euch an der Stelle sagen, glaubt mir Leute, ich nehme
Promilo da nicht in Schutz. Ich kann nur meine eigene Meinung hier sagen und dass ich die Produkte mag. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es wäre auch ehrlich gesagt ein kindisches Verhalten von mir, zu sagen, okay, weil die jetzt diesen Influencer dafür bezahlt haben, der dafür bekannt ist, scheiße zu sein, deswegen will ich mit euch nicht mehr kooperieren. Ich habe mich halt gefragt, ob das ein bisschen kindisch ist. Genau deswegen stehe ich heute hier vor euch und rede mit euch darüber. Wirklich, es ist dieses Geld, was ich vom Promelo bekomme, das ist echt ein mickriges Geld. Das ist es mir nicht wert, dass ich hier sitze und euch sage, so fake sage, ja, ich finde die Produkte gut, so, aber Hauptsache das Geld in die Tasche stecken. Darum geht es mir gar nicht. Und nur solltet ihr euch vor Augen halten, auch wenn ein Influencer für sein Produkt, also was er bewirbt, Geld bekommt, muss es nicht heißen, dass das immer nur eine gekaufte Meinung ist. Ich kann hier für mich sprechen, ich kann nicht für jeden Influencer sprechen, ich kann aber für mich sprechen, dass die Produkte, die ich in die Kamera halte, wirklich mag. Es gab nur zwei Produkte seit meiner Influencer-Karriere, die ich nicht nochmal bewerben würde und die habe ich euch am Anfang erwähnt. Auch immer, ich beende das Video jetzt an der Stelle, ich rede schon wieder viel zu viel, Leute. Wie immer könnt ihr eure Gedanken dazu dalassen in den Kommentaren. Wisst ihr, was ich auch tatsächlich sehr gerne machen würde? Dann würde ich mich auch komplett enthalten von den ganzen Kooperationen, wobei ich habe ja nicht so viele. Ich habe nur eine Firma, mit der ich diese Langzeit-Kooperation gemacht habe und das ist die Haarfirma. Aber ansonsten würde ich mich dann komplett rausziehen von allen Kooperationen oder würde komplett für einen gewissen Zeitraum erstmal gar keine Kooperation annehmen. Und dann würde ich Produkte, wo ihr mich fragt, okay, meinst du, die sind gut oder nicht, die würde ich dann austesten, die halt von anderen Influencern beworben werden. Also ich muss dann halt nur überlegen, wie ich mir das Produkt beschaffe. Aber das ist wieder ein anderes Thema, weil es geht natürlich ins Geld irgendwann, wenn man sich von allem etwas kauft. Das kann ich mir nicht leisten. Okay, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, hinterlasst mir sehr gerne einen Daumen hoch. Lasst gerne einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen. Und dann würden wir uns wieder zu meinem nächsten Video sehen. Ciao.